Herzlich willkommen hier beim Rodernisten. Heute werden wir uns mal eine Kuriosität aus der Roten Armee angucken, und zwar den 37mm Zug-Spatengranatwerfer BM-37. Das Forschungsinstitut Nummer 13 des Volkskommissariats für Waffen aus Leningrad entwickelte ungefähr 1938-1939 den Zug-Spatengranatwerfer BM-37. Es war ein Versuch, den regulären Infanteriezug sowie Sondereinheiten artilleristisch aufzuwerten und die Lücke zum 50mm Kompaniegranatwerfer zu schließen. Es sollte ihnen ermöglichen, ohne Anforderung von Artillerie, offene Stellung und Entgegennester über die durchschnittliche 40 Meter Handgranatenwurfweite selbstständig zu bekämpfen. Leider wurde die ausgegebene Menge pro Zug sowie die exakte Mannschaftsstärke der verschiedenen Züge nicht übermittelt. Werfen wir jetzt einmal einen Blick darauf, wie er denn aussah und wie man ihn bediente. Im Transportzustand war die Lafette des Spatengranatwerfers in den Granatwerferlauf eingeführt und schloss unten mit dem Holzstopfen komplett ab. So konnte dort kein Dreck eindringen. Wenn man ihn nun einsetzen wollte, hat man zuerst die Lafette rausgezogen und an das Granatwerferrohr angesteckt. Hier gab es keinerlei Richtlinien, wo genau es angesteckt werden sollte, und auch das Gelenk der Lafette hatte keinerlei Arretierung. Auf dem Rohr selbst war noch ein Leinenlappen angenäht. Dieser bewegte sich frei auf dem Rohr und diente als Handschutz, um den Schützen vor Verbrennung zu schützen. Dann konnte man unten mit einem Drehverschluss das Spatenblatt lösen und gerade auf den Boden legen, um so die Bodenplatte auszuklappen. Danach musste man lediglich die Granaten wie bei einem normalen Granatwerfer oben einführen. Sein Gesamtgewicht betrug 2,4 Kilogramm. Die Schussleistung pro Minute lag bei 30 Schuss und die Höchstschussweite bei 200 bis maximal 250 Meter. Die niedrigste Schussweite lag bei 60 Meter. Die Munition war 37 mm mit einem Geschossgewicht von 0,5 Kilo. Der effektive Radius mit tödlichen Folgen lag bei 60 Meter. Hierbei einmal zum Vergleich: die F1 Handgranate, eine reine Splitterhandgranate mit einem Wirkungsbereich von potenziell tödlichen Splittern von 200 Metern. Der Soldat trug den Spatengranatwerfer wie und statt des Schanzzeugs am Koppel. Also der Granatwerfer sollte auf Zugebene mitgeführt werden. Später, nachdem klar wurde, dass seine Wirkung die Ressourcen nicht rechtfertigte, wurde das Zug in der Bezeichnung gestrichen und er sollte auftragsbasiert oder an Spezialkräfte wie Luftlandetruppen ausgegeben werden. Beim letzteren dort auch weiterhin auf Zugebene. Die Granatmunition führte der Schütze an einem Bandolier mit einem extra Schultergurt mit sich mit. Dieses Bandolier fasste 15 Schuss. Es war auch vorgesehen, um die Effektivität zu erhöhen, dass weitere Schützen des Zuges extra Bandoliers mitführen sollten. Die ersten Truppenerprobungen des Spatengranatwerfers fanden Ende 1939 während des sowjetisch-finnischen Winterkriegs statt. Dabei wurden bereits folgende Mängel klar. Die Splitterwirkung der 37mm Granaten konnte sich gerade im Tiefschnee kaum entfalten. Im Sand oder allgemein weichen Untergrund konnten die Zünder versagen, wobei auch hier mangelhafte Zünder schuld gewesen sein könnten, da dieser Fehlerpunkt später vollständig behoben wurde. Dazu kam, dass das Spatenblatt, was zwar aus einem extra gehärteten Stahl war, sich auf weichen oder unebenen Untergrund verbog und teilweise auch einriss und zerbrach. Die Halterung des Kugelgelenks zwischen Spatenblatt und dem Granatwerferrohr riss bei Schanzarbeiten in zu harten Boden aus, sodass man nicht richtig damit hebeln konnte.
Und letzten Endes, und das war schon das Gravierendste, ist, dass das genaue Zielen nicht möglich war und es keine genaue Zieloptik gab. Und deswegen mussten auch bei der Bekämpfung von MG-Nestern immer mehrere Spatengranatwerfer gleichzeitig schießen und sich dabei möglichst verdeckte Deckung suchen, denn ansonsten schaltete das MG den Spatengranatwerfer-Schützen zu schnell aus, wenn er auf offenem Felde lag. Und trotzdem diese Mängel kaum verbessert wurden und fast alle noch bestanden, wurde dieser Granatwerfer per Eilbeschluss am 3. September 1941 nach einem persönlichen von Stalin unterschriebenen Erlass der staatlichen Verteidigungskomitees unter der Bezeichnung 37mm Zug-Spatengranatwerfer BM-37A eingeführt. Kurze Zeit später wurde dann, wie gesagt, das Zug aus der Bezeichnung gestrichen und er hieß nur noch Spatengranatwerfer. Dieser Erlass schrieb der Industrie auch zwingend vor, vom September bis Ende des Jahres 1941 250.000 Stück und dazu 75.200.000 Granaten zu fertigen. Doch schon nach den ersten Fronteinsätzen erhielt das Volkskommissariat für Verteidigung erneut die negative Bewertung der Waffe, wodurch die Produktion massiv gedrosselt blieb und es nie zum großen Ausbau kam. Bei darauffolgenden Tests im Dezember 1941 in Leningrad fand man zusätzlich zu den kaum beseitigten Mängeln im Vergleich zum 50mm Kompanie Granatwerfer Folgendes heraus. Hier sei einmal erwähnt, dass nur das Spatenblatt und die Halterung etwas besser abschnitten, sowie das Problem mit den nicht zündenden Granaten komplett gelöst wurde. Der 50mm Kompaniegranatwerfer schoss aber 7-mal genauer und hatte eine 5-mal höhere Sprengkraft und das vor allem im Schnee. Zwar war er in den verschiedenen Ausführungen mit 9, 10 oder 12 Kilo bedeutend schwerer. Er hatte aber die gleiche Feuerrate und schoss 800 Meter anstatt 200 bis 250 Meter weit. Einzig der Einsatz im Januar und bis Februar 1942 bei den Luftlandungen vom Fallschirmjägern des 4. Luftlandekorps bei Wjasma verliefen durchweg positiv. Letztendlich konnte aber auch das nicht verhindern, dass die Produktion des Spatengranatwerfers bereits am 24. Februar 1942 zugunsten des 50mm Kompaniegranatwerfers eingestellt wurde. In dieser Zeit wurden ca. 15.000 Spatengranatwerfer gebaut mit etwa 100.000 Granaten. Der letzte Einsatz in der Roten Armee war ungefähr im Sommer 1943, während Partisaneinheiten ihn bis Kriegsende eingesetzt haben sollen. Ungebrauchte Munition wurde ab 1942 aber auch zu POMZ-37 Stockminen umgebaut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.